hatten keine Befugnis. Keine. Mexico City. Was haben Sie da gemacht? Ich habe längst überfälligen Urlaub genommen. Geheimdienstchef M gerät unter Druck. Max Stanby, der neue Leiter des Center for National Security, zweifelt nämlich an der Relevanz des MI6 und an der des besten Mannes im Hause, James Bond. Tun Sie noch eins für mich. An was genau denken Sie? Lassen Sie mich verschwinden. 007 ist gerade wieder auf einer nicht genehmigten Solo-Mission unterwegs, nachdem er eine kryptische Nachricht aus seiner Vergangenheit erhalten hat. Wenn Sie dorthin gehen, betreten Sie einen Ort, an dem es keine Gnade gibt. I think the end of Skyfall, as sad as it was. Das Ende von Skyfall war sehr traurig, aber es war gleichzeitig ein Neuanfang. Er liebt das Leben und er ist noch immer auf einer sehr persönlichen Mission. Bond kommt der finsteren Geheimorganisation namens Spectre auf die Spur. Lassen Sie mich in Frieden! Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Im Moment bin ich Ihre beste Chance, am Leben zu bleiben. Diese Organisation. Wissen Sie, wie sie heißt? Ihr Name ist Spectre. She's not like what you can expect from a. Sie ist kein typisches Bond-Girl. Sie ist eine eigene Figur und hat eigene Probleme, mit denen sie kämpft. Ich komme mit Ihnen. Auf keinen Fall. Leben sind Sie mir lieber. Ich kann absolut auf mich selbst aufpassen. Darum geht's überhaupt nicht. Ich komme vielleicht nicht mehr wieder. Und nur Madeleine hat die entscheidende Information, das Mysterium hinter Spectre zu lüften und den mysteriösen Mann zu finden, der angeblich hinter allem steckt, was James Bond so zu schaffen macht. Es war vor allem der Reiz, an diesem Kulturphänomen James Bond teilzuhaben, warum ich die Rolle angenommen habe. Unter anderem. Und einer verbindet sie alle. Daniel Craig schlüpft zum vierten Mal in die Rolle des Geheimagenten. Nach Skyfall eine Steilvorlage. Willkommen, James. Unsere Wege haben sich so oft gekreuzt, aber du hast mich nie gesehen. Was hat denn so lange gedauert? Kein Wunder also, dass auch im 24. James Bond wieder dasselbe Team am Start ist. Daniel Craig als 007, Ben Whishaw als Q, Naomi Harris als Moneypenny und Ralph Fiennes als neuer M. Regie führte ebenfalls wie in Skyfall Sam Mendes. Als Bösewicht tritt diesmal Christoph Waltz auf. Bond-Girls sind Monica Bellucci und Lea Seydoux. Wollen Sie das wirklich? Im Schatten leben? Jagen, gejagt werden. Immer allein? Ich lasse mir keine Zeit zum Nachdenken. Das war ich, James. Der Urheber all deiner Schmerzen.